Na dann, komm ab. Also was machen wir jetzt? Relais 2. Wir müssen hier auf die Relaisstation hoch. Lass uns mal links rumgehen. Lass uns mal links um die Insel rum. Um die hier? Ja. Um die linke? Brauchst du da schon mal rum? Okay. Nee. Vielleicht kommen wir von hier aus ran. Warte mal, lauf du mal bitte vor. Bist ich bin doch vor dir. Bin schon rüber. Ja. Ah, du bist rumgeschwommen, meinst du? Ja. An der anderen Seite, ja, ich dachte, ich war jetzt komplett verwirrt. Ich wollte erstmal von hier aus probieren. Kommst du? Warte mal kurz, ja, aber kurz hinter dir. Ja, ja. Komm, Teddy, komm. Ah. Okay, wenn wir nochmal einen Teddykopf finden, hängen wir den uns auch ran. Ich will von jedem Tier einen Teddykopf. Von jedem Tier einen Teddykopf. Ich will von jedem Tier eine Trophäe, meine ich. Oh, vom Schafsbock oder so. Oder vom Lama, egal. Aber Schafe kannst du ja nicht looten oder so. Okay, hier sieht es nicht so aus, als wäre hier was. Wir können aber nur von der einen Seite hoch. Ja, deswegen gucken wir gerade, ob es vielleicht einen Höhleneingang gibt oder sowas, verstehst du? Unter Wasser? Ja, kann doch sein. Scheiße, gab's nicht. Dachte gerade, hier ist einer, hab ihn gefunden. Voll gerade geil gefallen. Voll geil gefühlt gerade, meine ich, Bürlapp. Und wenn nicht, dann gucken wir einfach mal hier. Dann gucken wir gleich mal. Wir müssen halt dann probieren, rechts rum auch zu kommen, dass wir auf die andere Seite kommen, wo wir die Zugbrücke runterlassen können. Okay, ja. Hier ist definitiv. Hätten wir durchgehen können, aber wir haben mal Zeit rumgedrückt und vielleicht kriegen wir damit. Hier, Höhle. Warte. Ach, Tatsache. Wo kommt die denn her? Weiß ich nicht. Tauchen. Ah, Kacke. Was? Guck mal, wo wir rauskommen. In der Schlucht, okay. Nur halt auf der anderen Seite. Komm mal zurück. Nee, wir können jetzt hier was von anlaufen. Wir müssen hier, wollten hier auf diesem Bereich hoch. Ja. Warte mal. Oh, ich muss aufs Klo, Kacke. Das ist doof. Mm-mm. Wobei, hier greift der Bär noch nicht an, gell? Ich bin sofort wieder da. Einen Augenblick. Oh, Moment, du Pufferbordel. Stuhl dich vor kurz. Ich tauche nochmal rum auf der anderen Seite. Einfach nur mal gucken, ob es hier drüben noch was ist. Irgendwo muss doch noch was sein. Ich kann mir vorstellen, dass man hier irgendwo in die Relaisstation von der anderen Seite ran muss. Okay, was haben wir hier? Das sieht aber auch nicht so aus, wo wir hier hochkommen. Und hier so, ist auch keine Höhle. Hab ich doch gesagt. So. Also, bist du noch bei mir? Natürlich nein, nicht. Bin ich nicht. Bist du gerade weitergelaufen? Nee, ich bin nochmal rumgetaucht. Bin nochmal zurück und hab nochmal geguckt, ich komme mal zu dir zurück. Ja. Ja, wir sind halt genau auf der anderen Seite von der Schlucht gekommen, also hat nichts gebracht. Hier liegt Schrott. Und ja, es hätte aber sein können, dass wir da. Sekunde. Was ist denn jetzt schon wieder Sekunde? War nicht ganz im Schluss. Herr Moss. Hör doch mal auf, von morgen solche komischen Geräusche zu machen. Ich setze mich anders drin, entschuldige. Ja, dieses. Es erschreckt einen, wenn man diese Geräusche nicht erwartet. Hat mir mehrere Videos geschickt. Ah, ja. Alter. Also ne, ich stehe hier und warte. Ja, ich bin gleich da. Wir wollten uns zwei Wasserflaschen machen. Ja, aber
Wir können auch zurück, das Boot steht hier um die Ecke. Ja, für Reisen ist es nicht verkehrt, ich muss jetzt schon zweimal trinken. Okay, wir können. Ja, machen wir es. Wollen wir weiter? Gut noch. Ja, ja. Ich bin so hinter dir. Wie könnten wir die... Lass uns nochmal zu der Hütte gehen. Wir haben jetzt diese das Sägeblatt. Ja, okay. Denk dran an die Bären. Ja, ja. Aber wo? Wo lang mussten wir zur Hütte? Ja, rechts. Ey, guck mal, das ist das da oben. Was ist denn das? Was? Was ist das hier gerade hin? Das ist nicht nur ein Baum. Baum. Entschuldigung. Ich will manchmal mehrere Sachen auf einmal sehen. Mann, die Hütte. Beim Schild. Da hinten ist ein Bär. Was? So wie es aussieht. Ich seh die Schilder gerade nicht. Ach, hier ist ein Schild. Ich auch. Hier, warte. Rechts. Ja. Hier ist die PlayStation. Ranger Station. Hier lang. Ranger Station links. Mhm. Denk dran, Teddy. Ja, ja. Ich bin getarnt, der denkt sich ja rein. Er kommt, er greift an. Entschuldigung. Down? Ich denk mal, ja. So machen wir. Ja. Okay. Wo lang ging's? Ranger Station vorne. Ich glaube jetzt links. Nee, rechts. Natürlich rechts. War ja logisch. Wenn ich eine Richtung sage, ist es grundsätzlich die falsche. Wie in Ghost of Tsushima. Selbes Spiel, was sagt der Wind? Falsche Richtung, logisch. Ist ja normal. Wir hätten den Köln für die Bienen mitnehmen können. Ja, ach fuck. Ach, hier war diese Giftstation, ja. Können wir da außen rumlaufen? Nee, aber oben lang, guck mal. Aber wir mussten es ja wenigstens einmal zeigen für unsere Zuschauer. Ja, ja, das haben wir nur für euch gemacht. Nee, das war doch die Station. Ja doch, wir mussten da drüber. Die Station ist so daneben. Kommen wir hier rüber? Nee. Außen rum? Ich will da nicht wieder lang. Warte, ganz außen geht's nicht. Wack, wack, wack. Oh, oh. Oh, oh. Warum läuft der nicht? Ich bin gleich tot. Warte, ich bin gleich tot. Warte, ich bin tot. Ist dein Ernst? Ich weiß nicht warum, aber ich konnte nicht mehr laufen. Der ist nicht mehr gesprungen oder sonst was. Ich hoffe, du kommst raus. Das habe ich für uns beide. Ja, du bist drüben. Ja, wir wollten ja nochmal aufs... Nach. Was? Wir wollten uns zwei Wasserflaschen machen, gell? Genau, deswegen machen wir das nochmal. Bitte lass dich nicht vom Bär erwischen, aus welchen Zeit. Irgendwie ist das komisch, ich kann mit dir nicht um die Kurven laufen. Egal, ich kletter am Berg runter. Das ist so, weil ich die ganze Zeit wickel. Du wickelst? ADA. Achso. Das Spiel. Hab ich da was verrückt? Entschuldigung. Du bist schon tot, ich will dich ja retten. Holger spielt immer noch Stellaris, sonst kann der nie so lange durchzocken. Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz ablegen. Alles gut. Lass ruhig erstmal was. Lass mich sterben. Lass es dir schmecken. Scheiße, das ist Salzwasser. Hast du Salzwasser reingefüllt? Ja, ich habe vergessen, das zu desillusionieren. Ich würde dir mal, kann ich meine Flasche geben? Nee, geht nicht. Okay, ich verdurste. Nein, bitte nicht.
Olle, ich leg dich hier hin. Ich hol dich gleich ab, ich weiß ja, wo du liegst. Loote mich einfach. Loote mich. Kann ich ja nicht. Wie wenig was hast du denn getrunken? Warst du vorhin nicht voll getrunken? Ja, war ich auch. Warte, ich... Sekunde. Aufgeben und wiederbeleben. Warten, der mich hingelegt? Sofort bei dir. Ja, ja. Ja, wo? Ich liege auf dem Stein und schaue ins Wasser. Ja, ja. Ich habe dich mit Mehrblick gebucht für dich. Oh, lange mache ich heute nicht mehr, mein Lieber. Ach, fuck. Es ist mein Zeug wieder weg. Ich kann kotzen. Ja. Du hättest das noch vorher hinschmeißen sollen bei mir. Ja, aber ich dachte noch, ich komme so ein Stück weiter. Ja, aber das hättest du ja machen können. Du hättest mich hingelegt, hättest deine Sachen hingeschmissen und wärst losgerannt. Wenn du dann gestorben wärst, wären die Sachen immer noch da. Ah, leck mich doch am Ärmel. Ich könnte kotzen, das nervt. Ah. Warte, ich hol dich. Das heißt, wir brauchen 3 Wasser. Ja, Entschuldigung. Ist gut. Ah, wie dämlich war das für mich? Ah, können wir mich jetzt aufregen? Bringt auch nichts. Weißt du, dass es nichts bringt, aber ich will es trotzdem machen. Aber wie gesagt, ich brauche es noch eine halbe Stunde machen, mein Lieber. Damit die Folge voll ist. Richtig. Ey, das sind immerhin schon 15 Folgen. Nein, 14. Das sind 2 Wochen. Ach ja. Dazu kommt ja gegebenenfalls nachher schon wieder der nächste Stream. Ach ja, der Typ ist nur am Arbeiten. Ja, schlimm, oder? Hä? Hä? Hab ich nicht hingelegt. Geht das wieder los? Warte, in einer halben Stunde habe ich dich gefunden. Aber ich nehme dich mal von der Schulter, du bist schwer. Benutze Wildbären 5. Okay, die müssen wir hier reinlegen. Krass. Was? Schön, ja, dass du wieder was findest. Da war vorhin der erste Bär. Deswegen weiß ich das gerade. Aber ich habe dich doch dahin geschafft, wo wir vorhin gelandet sind. In die gegengesetzte Richtung bin ich doch gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich liege. Liegst du zufällig in einem Busch? Habe ich dich in einem Busch gelegt? Ja, ich liege irgendwo im Gras und sehe Steine unter mir und sehe das Meer. Also du hast mich irgendwie über eine Klippe gelegt oder so. Oder ich klitsche durch und schaue durch den Boden. Kannst du nicht sagen. Danke, Sam, dass du die löschst. Ich hab dich ja. Also ich weiß, dass ich mit dir vom Wasser weggelaufen bin, zurück zu unser. Deswegen war ich mir jetzt eigentlich auch sicher, dass ich dich relativ schnell finde. Ja, Sam schaut bei uns beiden noch zu. Ist der einzige Probleme bei mir zu meinen Sitzens. Bei mir, naja, bei mir ist es noch. Wahrscheinlich Sam Crow ist bei mir noch dabei. Schätze ich mal gut. Die treue Seele. Ne, Non-Bites. Non-Bites bei dir? Ne, bei dir. Moin, der hat geschrieben. Sam und Non-Bites. Dächte, du liegst hier. Denk mal weiter. Warte mal. Ich weiß nicht ungefähr, von wo ich kam, glaube ich. Noch, so fast. Das ist doch unbedingt in das. Also eigentlich ist es ja dein. Was? Warte mal. Wir sind von oben gekommen und dann bin ich mit dir hier lang. Genau. An alle, die es heute noch nicht wussten, heute ist Muttertag. Denkt an eure Mutti und schenkt ihnen was Schönes. Aufwasch oder Wäsche. Und auch wenn es nur ein Aliba-Anruf ist oder ein freundliches Knuddeln. Oder eure Wäsche. Hilft schon vollkommen aus und hört nicht auf den dummen Matzer. Freuen sich auch über Wäsche. Also meine Mom nicht. Läuft nackt. Meine Mutter würde es machen, aber ich würde es nicht wollen. Da ist ein Bär. Wenn ich knapp 3 Stunden zu meiner Mutter fahre, dann bringe ich ihr bestimmt nicht meine Wäsche mit. Bitte zum Sauber. Bestimmt. Aua. Halt doch die Fresse, Bär. Ach ja. Ja, Sam. Ich bin wieder, Entschuldigung. Wir sind ja schon bei. Hast du die Welt nicht gespeichert? Was? Hast du die Welt nicht gespeichert? Doch, die Welt wird automatisch gespeichert, wenn ich sterbe. Aber wenn ich zurücksetze, wenn ich auf Aufgeben wiederbeleben gehe,
Nein. Ist alles weg. Rolle gestorben? Ja, ich bin ins Gift gefallen und kam nicht mehr raus. Ich konnte nicht mehr laufen. Meinst du, hat sich auch vergiftet beim Versuch, mich zu retten, und ist dann auch gestorben. Und jetzt wartet der Matze dann und muss der Matze mich wieder finden, weil er nicht weiß, wo er mich hingelegt hat. Weil das ist, weil das auf dieser Kackinsel alles gleich aussieht. Ja, ja. Ich bin kein Inselrassist, aber das ist, weiß Gott, so. Oh mein Gott. Ich hab gerade irgendwas gehört. Ja, es war ein Bär wahrscheinlich. Warte, du hast Bär gehört? Nee, einen Bär habe ich nicht gehört. Ich habe irgendein Quieken gehört. Dein Chat wünscht Aufmerksamkeit. Hey, so kreative Texturen, deswegen schreibe ich nicht. Photo Project, ja, so. Okay. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ich hänge gerade vom Bärben weg. Ist ein neues Hobby von mir geworden. Was kennt man jetzt immer nur, dass du vor den Mädels wegrennst, weil so viel sind? Hat auch recht. Leute. Alter. Ich mach's mir mal hier hinten gemütlich. Ja. Matze braucht noch Beule, ne? Ein bisschen. Das ist das Schöne, bei so einem Mikrofonarm kann ich schön weit ranziehen und dann kann ich mich richtig schön hinlümmeln. Das stimmt, Sam. Das stimmt. Wo kam der Bär jetzt her? Aus der Höhle. Aber den Bären habe ich gerade gehört. Schluckspecht. Danke, Dominik, gleich. Du hast den Bär gerade gehört. Ich habe was knurren gehört, ja. Hier ist ein Huhn. Was nun? Ich weiß nicht, wo ich liege. Ich kann dir halt wirklich nicht helfen. Ich kann auch keine Koordinaten mehr anmachen. Das wäre schön, dann hätte ich mal nachgucken können. Stein und siehst mehr. Ich muss mich jetzt da ein bisschen orientieren. Aber es kann auch sein, ich gucke durch den Boden gebackt und sehe dadurch das. Ich weiß es nicht, wo ich liege. Du hast gesagt, du hast mich nicht am Meer hängen. Oh, hier sitzt ein Bär. Lass ihn sitzen. Voller Plan, wollte der nur nicht. Ich hab dich echt gut versteckt. Wie Ostern. Nächstes Mal mal mich vorher ein. Du warst schon blau und grün, das hat schon gepasst. Ah ja. Wie gesagt, Sam, das kann auch sein, ich gucke durch den Boden, dass ich durchgebackt bin. So wie Matze mich hingeschmissen hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich liege. Aber das ist das Einzige, was ich sehe. Meer und Stein. Als würde ich an der Klippe liegen. Ich habe die Hoffnung, dass du irgendwie in meinem Bär hörst oder so. Jetzt nicht mehr. Irgendwo vorhin habe ich kurz was gehört. Wenn du was hörst, sagst du es, gell? Mhm. Boah, Mann. Ey, das ist ein reinstes Versteckenspiel mit dir. Olle, hebt den linken Arm, dann sieht er dich besser. Hallo. Hier, Matze, hier drüben. Hier drüben. Das hilft mir gerade nicht, Rolle. Ich habe das gemacht, was mein Chat sich gewünscht hat. Nur das. So gelümmelt war ich noch nie vor dem Stream. Es wäre halt schade, wenn ich auf Aufgeben drücken muss. Oder wir gehen zum Hauptmenü und ich muss mich dann wieder reinladen. Was ja theoretisch cheaten ist. Theoretisch. Ja, aber ich habe jetzt auch schon wieder Durst. Ich auch. Hallo, Bär. Du bist. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre ihn knurren. Ein bisschen weg, aber ich höre ihn. Okay.
Okay. Aufgeben ja. Und wiederbeleben. Schön gehört. Hast du gehört, sagst du? Mats ist gleich tot, Mats ist schon tot. Ja, ich habe ihn gehört. Ich habe einen Knurren gehört. Okay. Hilft mir leider nur nicht. Aber okay, wie, weil ich jetzt nicht weiß, wo du gestorben bist, ne? Weiß, wo ich ungefähr hin kann. Keine Ahnung, dass der richtige Weg ist, aber einen besseren habe ich jetzt nicht. Mats ist tot. Ja, Sam, Mats ist tot. Und Rolle bald eingeschlafen. Hauptsache friedlich. Das ist auf alle Fälle. Jetzt kommt der Heim auch noch blöd. Ich mach den so kaputt, ey. Och, Heiko, geh doch mal zum Bernhard. Alter, dass der Kopf weit weg ist, das ist irgendwie am traurigsten, finde ich. Na gut, wir werden garantiert wieder einen finden. Wie gesagt, vorher alles abschmeißen, wenn du schon merkst, du bist am Sterben. Wenn der Heim mich jetzt frisst, dann fress ich einen Besen vor laufender Kamera. Jetzt höre ich das Hühnchen gackern. Bitte was? Ich höre das Hühnchen gackern. Das ist Hühnchen gackern, okay. Ich dachte jetzt gerade, das ist da vorbeigelaufen, aber das sieht. Nee, das ist bloß der Lichteffekt vom Mond. Ist notiert. Freut mich, Sam. Freut mich. Sam ist der Einzige, der Buch führt. Mhm. Der will ich Besen essen sehen. Ich höre Schritte. Oder? Ich spring. Lauf mal. Klar, ich gehe mit dem Kopf, mit den Ohren ins Mikrofon, um zu hören, ob du was passiert. Nächste wieder weg. Okay, dann ist es die andere Richtung. Mich hoch täuschen. Aber einfach bloß der Winzer, der durch die Gräser fährt. Und meine Zuschauer haben dann schon 20 Minuten Totbild. Kannst ja time. Kannst ein paar Witze erzählen, komm, hast ja gerade Zeit. Ist kein Schatzkeks ausgelöst. Also ja, ich muss trinken, dann wird es ein Stück später aktiviert. Dankeschön, am Mais. Das wird dir schmecken. Ich hab Zeit. Ja, ja. Ich weiß, bist du eh schon tot. Bewegungsunfähig. Gibt's doch nicht. Oh, nein, hier ist mehr Action als im ATS. Das weiß ich, Rissamen. Das weiß ich. Ist mir auch schon bewusst. Interessant, dass du das ansprichst. Hast du ein Bär? Nein. Ich bin hier bei Henrys Hütte. Aha, schön. Ich nicht. Scheinbar. Weiß ich nicht, wo ich dich hingelegt habe. Weil ich dachte, es ist nur noch um die Ecke gewesen, weil ich weiß genau, dass das Wasser war und Meer und so. Sam, wie darf ich die Aussage verstehen? Das merkt schon im ATS. Findest du ATS ist langweilig geworden? Findest du einfach Map von Family Guy scheiße? Was? Was? Hier unten ist es definitiv nicht. Also Fun Fact, auf der Insel gibt es mehrere Bären. Ansonsten machen wir es so, ich gehe ins Hauptmenü und Masters für heute. Nee, wenn du dann zurückkommst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nichts mehr hast. Samus, hier müsste kein Witz sein, ich würde das sogar vorstellen, wenn es nicht so wäre. Also wenn es so wäre. Jetzt hol ich Vögel. Ach ne, es waren die Nachbarn, Entschuldigung. Die Vögel? Das habe ich im Sommer öfters mal. Was? Bitte was? Wo du die Nachbarn hast, klar. Im Sommer? Ja, ist ja warm, muss man das Fenster aufmachen. Ja, Alter. Das. Aber es ja nach 22 Uhr haben. Ich bin hab so Reimer gehabt, bin ich aus dem Haus gegangen, weil ich abends noch mich mit Freunden getroffen habe. Und gehe so in den Hof rein. Und ich so, ey, Alter, wer hört denn hier um die Uhrzeit, so 20 Uhr, lautstark erotische Filmchen? Und dann drehe ich mich um, dann sehe ich, wie im Nachbarhaus die Nachbarin übers
sich am Fenster, am offenen Fenster festklammerte und er dahinter war. Boah, sie hübsch. Ich brauche einen Freund. Wenn du zum Hoppen nie zurückgehst, ist auch es eh alles. Es war ein bisschen gut, dunkel, aber mein Typ war es nicht. Wo ich mir sage, ey Leute, habt ihr sonst keine Sorgen? Am offenen Fenster, es war ja auch nur Erdgeschoss. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es die hohe mehr Informationen bitte. Was willst du denn da wärme wissen? Habt ihr es kurz gesehen, bin da eingestiegen, bin nachher dahin gefahren, wo ich hin wollte. Ah, hier, hier in der Höhle ist einiges. Ich höre was knurren. Assad, fick ja. Ich rolle, ich finde dich noch. Warte, bin gleich da. Also bei mir ist jetzt Essen runter, Trinken runter, Herz runter. Wenn du ins Hauptmenü gehst. Nein, habe ich nicht, Sam. Habe keine Bilder gemacht. Und das war die ganze Geschichte. Ich bin runter, habe das gehört, habe die gesehen, ins Auto und bin weggefahren. Wer hat gerade nach Bildern gefragt? Sam. Sam. Und da hatte ich auch noch keine Dashcam im Auto. Die hat also auch nichts aufgezeichnet beim Rausfahren. Zum Glück oder leider? Wie gesagt, ich fahre für einen Freund. Ja, uff, mich hat das nicht interessiert. Soll die doch machen, was sie will? Ist mir scheißegal. Richtig. Solange die Spaß haben. Wie gesagt, ich habe es doch gegenüber auf der anderen Straßenseite. Wenn die im Dachgeschoss ebenfalls Fenster oben haben und ihren Spaß haben, das hast du hier drüben wohl nochmal. Einfach, wenn, wenn die Fahrt ist, die Fenster auf und laut klatschen. Ja, was du brauchst, das war schon alles. Ja, aber deswegen habe ich beispielsweise hier im Stream auch immer die Fenster komplett zu, damit von draußen kein einziges Geräusch reinkommt. Weil sonst, wenn ich das Fenster ein bisschen aufmache, kommt das rein und hört ihr das auch im Stream. Und das möchte ich vermeiden. Egal, also welche Geräusche das sind. Matze, für dich habe ich vorhin schon genug geschickt. Oh, dankeschön. Oha. Oha. Eigene Filmchen oder... Sam, du weißt, also, der ist fast minderjährig, also musst du aufpassen. Ich im Kopf. So, Mats, was von jetzt? Ich such dich noch, warte, chill. So schön. Hm. Ich chill hier. Also ich langsam ist der Stuhl größer als ich. In der Kamera. Bitte was? So tief wie ich schon runtergerutscht bin. Ich hier wirklich ganz gemütlich chille. Ja, okay, ich hab dich gleich auch bestimmt. Warte. Das ist echt blöd, weil du sie vor allem ist jetzt schon wieder hell geworden mittlerweile. Durch den Kackbären. Durch die Kackbären sind ja mehrere. Ja, aber du hast mich extra wohin gelegt, wo du sagst, da findest du mich wieder und dann findest du mich nicht. Ja. Ja, also ich war so relativ einfach. Ich meine, einfach. Mhm. Ich wusste, dass hinter mir Wasser war. Mhm. Weil ich anders als die ganze Insel ist. Nein, Quatsch. Mhm. Eigentlich genauso aus wie auf dem Weg, den ich eigentlich auch gehen wollte. Was ist denn hier also, eigentlich befreien? Bitte? Ich habe hier auf Rettung gerade, auf Rettung warten, befreien, ja. Aufgeben und wiederbeleben, Hauptmenü. Aufgeben und wiederbeleben heißt ja, ich fange neu an. Was heißt denn befreien? Hörst du einen Bären? Nein. Aber ich weiß nicht, was es macht, wenn ich auf befreien drücke. Guck doch fix am Handy nach. Oder wir probieren's. Hola, Entschuldigung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist zwar hoch, aber... Tipps und Tricks zum Summer Raft befreien Knopf. Ich höre schon wieder was knurren. Wird's lauter oder leiser? Nur ein Knurren, was ich höre. Okay, warte, hier ist das. Warte, hier ist die Insel. Ist hier was mit? Also hier das, mit dem Ding. Da bin ich hier mit dir hier runter. Da gibt es da einen Raft-Befreien-Knopf. Warte, ich hab dich. Oh mein Gott. Jetzt kann ich mich nicht mehr befreien. Hey, jetzt wickelst du dich ihn ab. Nee, hör mal bitte auf zu wickeln. Endlich. So, wie lange hat das jetzt gedauert? Keine Ahnung, aber 20 Minuten? Ist egal. 10 Minuten, na komm, das war gut. Oh, mehr als 10. Es hat Stunden gedauert, ich weiß. Sam, ich kann dir sagen, das war ein gefühlter. 3000 Jahre später.
hab doch vorhin, hatte ich vorhin gesagt, wir machen noch eine halbe Stunde, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Halb so wild, scheiß drauf. Die können wir jetzt aber eigentlich fast dafür verwenden, dich uns wieder aufzupäppeln. Komplett. Ja. Ja. Ja, erstmal schon, wenn ihr das hier auf der Insel bleiben, weil wir hier unsere Mission haben. Ja, klar. Können wir jetzt aber an der Insel erstmal aufpäppeln, wie du schon sagst. Nee, Sam, da kommen keine neuen 30 Minuten. So kann ich, kann nur mit dir gerade auslaufen, das ist doof. Das kann ich dadurch begründen, weil ich es ja für ein. Ich schneide es ja immer, das sind immer 45 Minuten Videos. Deswegen. Ne? Daher weiß ich, dass wir noch 15 Minuten haben, bis das wieder voll ist. Und Rolle müde, das sowieso. Rolle müde, Rolle will ich schlafen. Ja, aber das wäre ja nicht das Beste, Sam. Wir hatten schon 13 Stunden, das weißt du, ne? Das war geil. Und dann war ich auch deutlich munterer. Was hatten wir da gezockt? Minecraft? Da hatten wir so eine ganze Runde, glaube ich. Ja. Ja, nee, weiß ich schon. Der kommt mir süß so ins Ohr. Ich kann nicht nur so schnell, wenn ich dich auf der Schulter habe. Hm, der ist immer noch da. Ja, ja, ich hörte dich. Hätte ich zum Fressen gern. Ja, ja. Okay, hier unten ist Wasser. Ja, du bist jetzt gleich am Boot, ich sehe es. Das war knapp. Wenn ich die auf der Schulter habe, kann ich. Aber bin ich so klar, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin halt anhänglich, Entschuldigung. Nee, du bist irgendwie. Wenn du auf meiner Schulter bist, kann ich nicht so mich bewegen, wie ich mich sonst bewegen wollen würde. Meinst du, läuft die Stelle einfach runter? Ja, ja, ich kann das. Ich bin auch Spider. Meinst du, spielt das so wie in Real? Ja, ja. Hier, wenn ich rechts laufen will, läufst du. Ich laufe gar nichts, ich habe nicht mal die Maus in der Hand. Also. So, leg dich mal hin und schau dich aus. Spider-Man, Spider-Man macht was immer Spider-Man macht. Ach, daher geht's ihm besser. Dankeschön. Warte mal, ich baue mir erstmal einen Haken wieder. Das ist, glaube ich, so das, was ich am ehesten wieder brauchen werde. Und ich stelle mal Wasserflaschen für uns beide her. Ja, ich brauche zwei, du brauchst eine. Ja. Also, extra noch, ganz klar. Yes. Eine Planke, einmal Kunst, zweimal Kunst. Eine Planke. Einmal. Zweimal. Dankeschön. Dankeschön. Und zweimal Kunststoff. Haken, alles klärchen, Wunderbärchen. Dahin, dahin. Nein, dahin. Und dahin. Haken. Sechs Planken. Brauchst du noch? Ein Speer kannst du mittlerweile machen. Ich suche mal ein bisschen Seil. Also, okay, guck ich mal dahin, ob dann diese Dings kommen. Ein Speer wird immer mit Seil gebaut, das kann ich hier kein bauen. Hey, ich bin ja gerade dabei. Ich versuche gerade hier hinten was zu angeln. Deswegen, wir brauchen dringend Palmen auf unserem Boot, dann können wir mal Holz und die Palmblätter mal herstellen. Ja. Das wäre nicht verkehrt. Da hinten schwimmt doch der tapfere Recke. Oh ne, da kommt daher. Weg, also. Kommt daher. Ich mache ja noch Flipper. Dum, dum. Ohne Slipper. Dum, 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 dum.
Juch. Ach, Arschlochkacke, hab ich mich noch erwischt zum Schluss. Warte, ich zum Fernsehen. Ich brauche es zu trinken, fuck. Du hast doch zwei Flaschen. Ja, ich hab die aber beide leer. Ich muss erstmal aufs Schiff kommen. Das sind sich mal ich wieder schlau. Ich hab vier Palmblätter. Machst du auch gut. Wie viel brauchst du? Für acht. Für den Speer meine ich. Ich glaube ja. Oder? Ah ne, zwei. Also sechser. Oder du für den einfachen zwei. Gib her. Ach ne, der große kostet zwei, okay. Matze, mir fehlt aber eine Holzplanke. Holzplanke müsstest du doch haben. Nee. Ich brauch kein Holz mehr. Hier ist eine Holzplanke. Eine hatte ich noch hier auf Tasche liegen. Kann ich den herstellen? Hier bitte. Was denn? Da. So. Aber wie gesagt, wird heute dann nicht nochmal auf die Insel gehen. Wir, dann, wir equipen uns hier zu Ende. Ja. Versuchen nochmal ein bisschen Stuff zu bekommen. Palmenblätter und so. Ja, ciao, hi. Wir müssen halt einzelne Inseln verpallen, gell? Was? Wir müssen halt. Wir müssen auf die kleinen Inseln für die Palmenblätter, ja. Oder weißt du, was wir jetzt noch machen können? Ist nur eine Idee. Und wir schippern mal kurz mit unserem Bötchen. Wirklich nur ganz kurz mit unserem Bötchen raus. Wir haben doch noch ungefähr zwei Dinger. Und sammeln mal kurz. Wie wär's? Wenn du meinst. Wenn du das mal ein bisschen rauskommen. Sag, wenn ich kann. Wenn der Auge oben ist. Naja, es ist. Eins. Kann ich auch gedrückt lassen, nicht Depp. Muss ja nicht immer drücken. Hast du gut erkannt. Okay, ich bin Fuchs. 11 Minuten noch. Na, die schaffe ich. Was, 11 Minuten noch? Nee, 7. Ja, 12 Stunden. Ach so, bei dir. Ja. Okay. Okay, kannst du Anker legen. Wieso komme ich hier? Kann sagen. Rolle, wir machen bei 11:59 Schluss mit dem Stream. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Sam. Ich möchte gerne, dass hier die Vernunft siegt. Und wenn wir morgen gegeben, also nachher gegebenenfalls nochmal streamen. Achso, bei Matze seiner Zeit. 11:59, ja, dann wird's. 10 Minuten. Mal gucken. Hi. Ha, ja, habe ich verarscht. Wir bauen Palmblätter halt, gell? Legst du dich mit dem Hai an? Wenn wir mehr essen wieder haben, wäre es auch nicht verkehrt. Ja. Aber wenn wir im Stillstand sind, wird hier nichts angeschwemmt werden. Ja, aber... Das ist das Problem. Deswegen, wir kommen jetzt hier gerade nicht... Wenn wir Seile haben, könnten wir eine Palme hier pflanzen.
Ja, Palmblätter meinst du? Ja, wir brauchen Seile dafür. Können wir nur so ein Palmdings bauen? Wir brauchen Seile? Ja. Wir brauchen eine große Anbaufläche, brauchen wir 4 Seile für. Das sind 8 Palmblätter. Ja. Matze kann rechnen. Habe ich aber auch lang für geübt. Glaube ich dir sofort. Ja, ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, wenn wir jetzt kurz vor 2 jetzt noch weitermachen. Wie lange hast du noch für die Folge? Huch. Wir können rausgehen, wenn wir wollen. Die Folge muss ja nicht punktgenau sein. Ah, mich ärgert das jetzt mit dem Kaikopf. Das ärgert mich ein bisschen. Der Kopf. Der. Scheiße. Nicht aufregen. Ja, ich hatte den nur so lieb. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der nächsten Folge, dass wir in der nächsten Folge mehr Punkte kriegen oder mehr Palmrangstellen kriegen, ist auch relativ, ja? Ja komm, das kriegen wir schon hin. Haben wir uns so ganz gut geschlagen, Alter. Na, nervt mich trotzdem ein bisschen. Also machen wir Schluss, Alter? Ja, ich lock mich aus. Okay.